Hey Leute, es ist so geil, das MC5 Update ist gerade eben rausgekommen. Ich habe es mir natürlich direkt runtergeladen und ich denke, ich mache erstmal hier so ein Pack-Opening, bevor ich überhaupt irgendwas zeige. Hier einfach mal ein Elite-Paket kaufen. Ich hoffe, dass einfach eine richtig geile Pro-Waffe drin sein wird. Ich habe die Waffen auch direkt bekommen, ich muss es nicht freispielen oder sowas. Alle Waffen, die es neu gibt, habe ich, die neue Klasse habe ich auch schon. Alter, ich habe die Shred in Pro. Alter! Alter, ich muss die direkt freispielen, Alter. Alter, wie geil ist das denn? Ich krieg direkt die Shred in Pro, Alter. Und auf die Waffe habe ich mich so gefreut. Komm, noch irgendeine Pro-Waffe. Okay, ich habe eine Waffentarnung. Noch eine Waffentarnung. Ein Aufsatz für die FS80, das ist gut. Das ist okay. Okay, die Box war jetzt nicht so unglaublich spektakulär, aber trotzdem. Alter, ich habe die. Geil, Alter. Okay, das Teil habe ich, glaube ich, auch schon. Ja. Okay, gut, dann war es das, glaube ich. Ne, noch ein Griff. Für Jolt 7 MP habe ich leider auch schon. Alter, da kommt ultra viel aus so einem Paket raus. Alter, die Shred in Pro, Mann, das ist so geil. Und wie viel kommt da denn bitte schön raus, Mann? Okay. Okay. Hört es auch nochmal auf hier. Okay, das war's, Alter, die Shred in Pro. Wie geil ist das denn? Dann zeige ich euch hier mal die ganzen Waffen. Ich habe hier die ganzen Waffen direkt freischaltet bekommen. Die Shred in Pro, Alter, ich freue mich jetzt schon ultra drauf. Waffentarnung kann ich nur drauf machen, wenn ich sie in Pro habe, die Waffen. Dann habe ich hier die Sniper freigeschaltet. Das Sturm. Nee, die Shotgun. Dann die MP und das Sturmgewehr. Das werdet ihr jetzt alles sehen. Ich habe alles neu ausgerüstet hier auch. Die Pistole seht ihr hier, dann hier den neuen Granatwerfer oder so. Und die Haftmine natürlich auch ausgerüstet, obwohl die, glaube ich, gepatcht wurde oder so. Ist mir egal. Ich. Boah, Truppschlacht ist jetzt ein Gold. Und ich mache natürlich direkt eine Gebietsherrschaft. Ich meine, das ist ja auch noch reingekommen. Da muss ich euch das direkt auch mal zeigen. Und ich muss es auch selber ausprobieren. Ich habe jetzt kein einziges Mal davor gespielt. Ich finde es auch geil, dass mit dem neuen Update auch die ganzen Einstellungen drin geblieben sind. Also Grafikeinstellungen natürlich auf ganz hoch ist drin geblieben. Gebietsherrschaft auf Straßen, je mehr Herrschaftsfahnen ihr kontrolliert, umso schneller steigt eure Punktzahl, okay. Alter, ich bin so aufgeregt, ey. Der Pantex hat mir hier geschrieben, dass das Update draußen ist. Ich habe nämlich 10 Minuten davor geguckt und da war es noch nicht draußen. Ich bin gerade erst von der Schule gekommen und muss gleich wieder in die Schule gehen. Alter, das ist so geil. Ich bleibe jetzt einfach mal hier bei dem und ich benutze die MKV. Alter, so krass. Okay. Mal schauen, was man so hinbekommt. Okay, sind da überhaupt Gegner drin? Drei Gegner haben wir. Alter, es spiegelt so sehr. Ich muss mal die Helligkeit. Okay, das hört sich saugeil an. Okay, er erobert mal schnell. Wow. Da kann ich auch direkt mit der Pistole ran. Oh, das war geil. Das war geil, Alter. Ja, da muss ich auf jeden Fall mal reinkommen. Ich nehme jetzt hier mal die andere Waffe. Die war jetzt nicht so stark, die Waffe, aber ich denke, mit den richtigen Aufsätzen kann da auf jeden Fall was gemacht werden. Jetzt nehme ich mal die Waffe. Okay. Ja. Okay, wir verkacken auch ziemlich gerade. Naja, ist mir jetzt eigentlich egal. Alter. Da. Stirb! Okay. Damit habe ich gekriegt. Oh, das lädt saugeil nach. Ich finde, das sieht richtig geil aus. Wie das nachlädt. Die Waffe. Und direkt einen Schalldämpfer freigeschalten. Aber ich will jetzt auch mal das schwere Maschinengewehr da ausprobieren. Ich ultra Bock gerade drauf. Okay, wir haben verloren. Ist mir egal. Ich gehe jetzt mal kurz aus der Runde raus und wir sehen uns dann gleich in der nächsten Runde. Okay, jetzt Gebietsherrschaft auf Dächer. Ich denke, ich nehme dann direkt die nächste Waffe. Das wird dann wahrscheinlich die Shotgun sein. Alter, das ist so geil. Ich krieg's. Oh, Alter, ich habe die Shred auf Pro bekommen. Alter, ich werde jetzt die ganze Zeit nur noch mit diesen schweren, leichten, mit dem LMG suchten, damit ich hier die Shred endlich bekomme. Dann die Void 8. Alter, was ist das für eine geile Waffe? Habe ich natürlich alle schon mal gesehen, die Waffen. Wir haben einen Gegner. Habe ich alle schon mal gesehen, wo ich hier Videos von diesen iOS-Leuten geschaut habe. Okay, es gibt neue Sprach. Neue Typen, die halt zum Beispiel sagen, wenn man hier ein Gebiet erobert, dann gibt es auch unterschiedliche Stimmen und nicht nur eine Stimme. Ich glaube, es war früher immer nur eine Stimme und da ist direkt jemand gestorben.
Und da ist noch jemand. Oh, scheiße, was passiert? Oh, die ist so da. Ah, ich leg einfach mal jetzt so eine Mine. Bin ich gar nicht gewohnt mit diesen Minen da. Da muss ich aber einen Bogen drum machen. Ich glaube, diesen machen keinen One-Shot mehr, sage ich mal, heißt es ja. Sondern das brauche ich jetzt länger. Ihr könnt jetzt hier die Stimmen nicht hören, aber das hört sich saugeil an, dass da mehrere Leute sind. Okay, das sind ein bisschen zu viele Leute gerade. Ich kann mich jetzt auch nicht wirklich aufs Spiel konzentrieren. Ich will einfach nur alles Neue sehen irgendwie, Alter. Aber man kann mehrmals hintereinander schießen. Okay. Okay, okay. Haftmine. Okay, und jetzt die Sniper, die so viel Schaden macht. Danach benutze ich dann mal diesen Granatwerfer da von den Dingen. Nachdem ich das leichte im Maschinengewehr ausgerüstet habe. Alter, ich kann heute nicht reden, Mann. Bin zu aufgeregt. Dann benutze ich mal diesen Granatwerfer da. Okay, Alpha gehört schon uns. Kommt her, Alter. Was stirbt er denn? Schieße ich durch ihn durch, Alter? Hä? Ich schieße durch ihn durch, kann das sein? Lol. Also von Snipes war ich eh nie so großer Fan, also. Alter, okay. Von der Serie geholt, die gibt's also auch noch. Ja, jetzt die Soda. Okay. Ihr seht schon, ich bin gerade ultra schlecht. Muss ich mich auf jeden Fall an alles so gewöhnen. Okay, als Zweitwaffe haben die auch eine Pistole, okay. Das Teil hat 200 Schuss, Alter. Ich glaube, die Shred hat auch 200 Schuss. Einfach draufballern, Alter. Wow, da werde ich direkt von der Serie geholt, Mann. Alter. Okay, Alter. Puh. Geil, Alter. Das Update ist so geil. Und ich freue mich so dermaßen, dass ich die Shred of Pro bekommen habe, Alter. Okay, okay, und jetzt probiere ich mal hier das LGR 35 aus. Mal gucken. Okay. What the fuck ist das denn? Lol, schon leer. Okay. Das sind Haftminen oder was? Selbstmord? What the fuck? Okay. Okay, da muss ich mich auf jeden Fall nochmal reinfinden. Ist alles gerade ein bisschen zu viel für mich hier. Und ich verkacke gerade auch Ultra 2 zu 5. Naja, juckt mich nicht. Lol, was ist das denn für eine Waffe, Alter? Das wird die neue OP-Waffe sein, habe ich so das Gefühl. Da packe ich mal schnell die Soda aus. Und dann hier so eine Mine hin. Und da hinten haben wir noch einen Gegner. Beihilfe A nicht nachladen, Alter. Braucht man ja nicht nachladen bei dem Teil. Wenn es halt 200 Schuss hat. Okay. Alter. Alter, Mann. Okay, Leute, ich denke, das war's dann jetzt erstmal. Ich bin auf jeden Fall sehr gehypt. Ich muss jetzt alles mal irgendwie freispielen. Muss noch irgendwie Skill mit den Waffen bekommen. Ja, lasst eine Bewertung da. Ladet euch das Update runter. Ist kostenlos. Und ciao.